game over, man. I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm Warren. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad holed up here with Uncle Lester. The town held him off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back, but Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny. I use my codes to turn on the pumps, and we get out of here. Mm-hmm. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Uff. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Okay, schauen wir kurz auf den Kompass, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen wahrscheinlich in das... zu den Bullen rein, oder gehen wir mal lieber außen rum? Haben wir mich jetzt entdeckt? Nein. Okay, ja. Ja, wo führt mich das Ding denn jetzt hin, bitteschön? Ah, hier, okay. Ah, können wir auch hier lang gehen. Nein, nein. Jawohl, jeder wird von hinten geneift. Ist jemand hinter mir? Ich wusste es doch, da ist jemand hinter mir. Okay, erledigt. Und du wirst auch geneift. Hier. In your face. Auch drin. Na gut, das machen wir mit dem Hammer. Ich find's grandios, wie die anderen Beißer nichts davon mitkriegen, wenn ich hier einfach mal so ein nacheinander mit dem Hammer aller Oldboy schön die Stirn einwichse. Also in der Serie waren sie, glaube ich, definitiv nicht so dumm. Oder? Weiß ich nicht. Ich bin gerade momentan nur bei der 7. Staffel, aber Folge 3. Also mir kommen sie in der Serie zumindest nicht so dumm vor wie hier jetzt. Aber wenn das Überleben so einfach ist in der Realität, wenn es hier mal passieren sollte, habe ich echt keine Probleme. Gib mir einen Hammer und ein Messer. Ja, wobei, im echten Leben ist wahrscheinlich der Hammer auch schneller kaputt als hier. Denn hier hält er eine Ewigkeit. Okay, hol dir den Schlüssel von Les. Well, what we are doing here? Ja. Schöne Animation, man sieht natürlich keine Hände. Das war dumm. Würde ich mal sagen. That's it. Dankeschön, Buddy. Sehr nett von dir. Sehr nett von dir. Tja, Leute, so leicht kann es gehen, ne? Ich verrenne mich hier aber gerade ein bisschen, weil ich nämlich... Okay, das ist okay. Okay, na, hier kann ich, glaube ich, sogar auch lernen. Ja, natürlich. Du kannst dich durch das Gitter so hart erwischen. Na, dann fick dich doch, na? Ah, diese Kisten, die sehen doch aus, wie als könnte man da leicht drüber, hallo. Ah, und hier, die Kisten auch. Ey Junge, was hast du dabei? Pistolenmunition, sehr schön, danke. Okay. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mein Gott! Kann's doch nicht sein, Alter. Come on up here and talk to me. Use the ladder. Where the dumps come. Hey man, here. Ja, ich hör dich schon. Jetzt bleib mal. Alter, bleib entspannt, Alter.
Ich habe gerade ein paar andere Probleme als deine scheiß Leiter, Alter. Ah, verdammte Axt. Okay, okay. Oh, scheiße, mir geht's echt nicht gut. Oh Mann, geht's mir echt nicht gut. Nice setup. Ey. We'll talk when you finish the next tour. Jimmy Blake, hallöchen. Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Go for you. Cycles all over this place too. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, hunting. Didn't know nothing about them till the tour bar came. Still don't. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them come every day. We help each other. Also dafür, dass ich gerade echt so verdammt großspurig getan habe, so, ja, das ist ja voll leicht, mein Hammer, Alter, Leute. Bin ich gerade echt ein bisschen gefickt von meiner Lebensenergie her. Das gefällt mir gerade mal gar nicht. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid holed up in the gas station and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. And the batteries went dead 2 days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas, though. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Okay, Batterien suchen für Blake. Na, ein Spaß. So, müssen wir mal gucken. Futterration? Oh, man, I needed that. Jawoll. Okay, ich wünsche mir allerdings gerade wirklich tatsächlich meine Schusswaffe bei, weil so will ich gerade mit dem Hammer nicht unbedingt verenden, sag ich mal. Okay. Hey there. Eisenrohr, Versorgungsration, sehr schön, sehr schick. Also ich hoffe mal, damit das Eisenrohr mal ein bisschen mehr Schmackes hat. Ja, bis dahin kann man uns ein bisschen die Details hier mal angucken. Okay. Mehr oder weniger uninteressant. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Okay, der Buddy braucht Batterien. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo draußen, vermutlich. Sein. Kann ich eigentlich auch zutreten? Nee, kann ich nicht. Okay, kann hochspringen, meilenweit hoch, aber nicht hier rüber. Das gefällt mir wieder mal ganz gut. Ganz gut gefällt mir das. Also müssen wir hier irgendwo wieder mal sicher, dass wir dann da drüber kann. Oder hier durch? Alter, da liegt nur hier zwar eine scheiß Europalette. Das wird doch wohl. Na, Daniel? Na? Kriegst du in der Luft? Kriegst du dich jetzt in der Luft? Ist alles gut. Müssen wir natürlich, selbstverständlich, wie vorhin auch, hinten rum. Ein Traum, Leute. Ein Traum. Weil man könnte es ja auch leicht haben, ne? Man könnte es auch leichter. Gerade vorhin war es nur noch einer, jetzt sind es zwei. Erledigt. Passt. So, müssen wir hier lang? Irgendwo müssen noch diese Batterien sein. Oder scheiße ich auf die Batterien? Geht gleich zur Tanke. Okay, gleich zur Tanke. Ja, wunderbar, dass man bei dem Spiel keine Ausdauer braucht. Ist auch egal, wo man hinzielt, weil bei so einem Schlagstopp-Ding ist es egal, ob ich im Kopf treffe oder nicht. So, Warren. Hey, you got it? Yep. Right, good deal. Open the Ginny Cage.
Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren? Oh. Okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. All right. Schrei noch lauter! Heads up! That racket's drawn him in! Ach, was du nicht sagst! Was du nicht sagst! Come on, come on. Ja, okay, halt. Come on, come on. Okay, ja, dann renne ich halt einfach mal. Jawohl. Schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Lauf, 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 lauf. Okay, Honey Macaroni. Dann machen wir das halt so. Jawohl. Ja, bin schon hier. Bin schon hier. Alles ist cool. So, das war jetzt quasi eines dieser Hauptmissionen. Und je nachdem kommen halt dann noch neue Leute der Gruppe hinzu, ne? Natürlich merkt man natürlich auch gerade, dass so eine Karre auch nur gewisse Sitzplätze hat, eine gewisse Sitzplatzanzahl. Und die wäre hier jetzt auch erreicht. Das heißt, je mehr Leute ich dann kennenlerne, desto größer müsste auch die Karre sein. Würde ich mal weiter sagen, bereit zum Fortfahren? Klar. Sagt das Inventar 10 Treibstoff. Überlebende haben wir die zwei Spangen. Und weiter zur Karte. Ja, bitte, will ich. Sonst würde ich ja nicht A drücken, Spacko, ey. Okay, Tageszeit, Nacht. Wir können jetzt auswählen zwischen zwei Wegen. Entweder der Smoky oder Pemberton oder Garwater. Flüchtlinge suchten in den Hotels der Stadt Zuflucht und zogen mehr Beißer an. Na gut, was kann man natürlich nehmen? Das hier wäre der längere Weg, definitiv. Würde ich aber sagen, den nehmen wir einfach mal. Und ja, Hauptstraßen. Damit ihr dann vielleicht nochmal seht, wie das aussieht, wenn man mal so an Vorräte kommt. She ain't gonna make it. We gotta pull off, find a new ride. Don't much like the idea of stopping at night. It's too hard to see. Yeah, we ain't got a whole lot of choice. Can't be too careful until we know more about it. Yeah, that's true. Also was ich jetzt hier auf jeden Fall schon mal dazu sagen muss, was die Story betrifft. Ich finde, die hat halt nicht so viel Tiefgang, wie es jetzt die von Telltale Games hat, ne? Wenn man diese Entscheidungen treffen muss, etc., die man halt so schön kennt, ne? Du musst dich entscheiden, so, wer soll überleben oder wen rettest du jetzt? Innerhalb kürzester Zeit musst du das ja entscheiden, während ein Zeitfenster abläuft. Das hast du hier nicht. Du hast halt hier einfach nur dieses Lauf von A nach B, sammel A, bring's da hin und ja, das ist halt das, was mich da halt ein bisschen stört, finde ich. Ja, guck mal, du sammelst jetzt bitte noch ein bisschen Treibstoff. Warren, du bist schwach, deswegen nimmst du bitte den Hammer, weil es ist nämlich auch schwach. Ist mir egal, ob du drauf gehst. Und du gehst bitte schön Munition, nein, Lebensmittel, Munition suchen. Genau, das ist eine gute Idee. Und ja, legen wir einfach mal los. Ja, genau. Und das ist halt das, was ich gerade eben sagen wollte. Es ist halt hier einfach so dieses stumpfe von A nach B laufen, ne? Diese Schlauchlevels. Und das ist halt so ein Ding, das stört mich halt ein bisschen, ne? Ich brauche da ein bisschen Tiefgang. Hi, you okay? I'm fine. A little tired, maybe. Ja, stimmt, Junge. Du hast jetzt länger durchgehalten, als ich gedacht habe mit deiner Bisswunde hier. Was ich auch ein bisschen unsinnig finde, denn der rennt die ganze Zeit mit dieser offenen Wunde rum, ne? Er versucht es ja nicht mal zu verdecken. Das ist einfach so dumm. So
dumm eigentlich nur. You picked a rough place to stop. Campground's a slaughterhouse. Yeah, I hear you. But my truck's done for. Yeah, I see that. Albert Lee, Pemberton Sheriff's Department. Daryl Dixon. You think you can give us a lift? Gotta get them over to Memorial, if it's still open. So then can you set me up with one of these? Sorry, man. No keys. Tell you what, there was a ranger, Hartwell. He was driving back to his station. Looked like he had plenty of room. Here, take this. Wish I could do more for you. Ah, schön, eine doppelläufige, kurze. Ah, okay. Ja, gut, immerhin. Werde ich aber definitiv trotzdem nicht benutzen, weil ich lieber bei meinem Messer bleibe erstmal. Und dann würde ich mal sagen, schleichen wir uns mal durch diesen wunderschönen Campground und suchen uns eine neue Karre. Hat jemand einen Mitternachtsimbiss? Sorry to interrupt you, my friend. Was ist los mit euch? Und das Rohr, Leute! Das Rohr, meine Freunde! Das Rohr! Hier ist mein Rohr! Das ist mein Rohr! Wer braucht eine Doppelläufige, wenn ich mein Rohr auspacke, Freunde? Oh Gott, Leute, ich sollte niemals, niemals in einer Zombie-Apokalypse enden. Niemals! Oh, geil, Deputy! Ach. Bringen Sie den Hut zum Deputy zurück. Ich soll diesen dümmlichen Deputy, der jetzt gerade vorhin am Anfang war, seine verschissene Mütze zurückbringen? Für was? Ah, lass mal gucken, für was. Was ist die großartige Belohnung, wenn ich in diesem Zombie-Beißer-verseuchten Gebiet dem Pimmel jetzt seine Mütze zurückbringe? Hey, mein Freund, guck mal, was ich gefunden habe. Hier ist deine Mütze. Still here, huh? Packing it up. That last guy never showed. Found this out there. Reckon it's yours? Hey, thought I'd lost that. A little something for your trouble. Least I can do. This was my brother's hat before. Okay. Means a lot. Konnte ich ja nicht wissen. Was kriege ich dafür? Habe ich dafür jetzt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Habe ich dafür jetzt diese Kompassnadel bekommen? Also das ist ja großartig. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Aber gut, Benzinkanister, sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit der Suche. Ah, schön. Drauf, Alter. Ja, Alter, ich hab dich doch. Und jetzt zu dir. Komm her. Na, Alter. Puh. Alter. Wie viele denn noch? Oh. Goddammit. Aber immerhin, ohne Probleme, den ganzen Campingground ausgeräuchert. Na, läuft doch bei mir. Ein kleiner Snack zwischendurch, damit es wieder ein bisschen besser geht. Und weiter. Na, noch ein paar Glasflasche. Ist das dein Ernst? Ist das dein Scheiß Ernst, dass ich dich nicht erwischt hab? Ist nicht wahr. There's a Ranger's car. Okay, hier ist die Karre. Ah, vielleicht könnte ich ja. Ah, schau mal. Kriegen wir da drinnen noch? Jawohl. Hier kriegen wir noch ein bisschen Stoff. Ah.
Treibstoff, Leuchtfeuer. Du stehst bestimmt gleich auf, nein? Ich wusste es, dass du aufstehst. Ich wusste es. Aber immerhin, sehr schön. Sehr schöne. Ich wollte gerade sagen, damit das schöne Schatteneffekte sind. Und dann gehst du mir auf den Sack, während ich gerade einen wunderschönen Monolog für meine Zuschauer halte. Unhöflicher Drecksack. Okay, du bist tot. Du bist tot. Was zu futtern? Sehr nice. Das war eine hübsche. So. Hier schon mal aufgeräumt. Finde ich gut. Halt die Schnauze. So, die Ranger-Station, da haben wir es ja auch schon. Ging ja doch ziemlich flott. Sollte ich hier vielleicht mal einen Counter einbauen oder so, wie oft ich jetzt hier Emala sag? Müsste das zweite Mal gewesen sein. Großer Gott. Ach, Richter. Hallo?